Kurz vielleicht vorab, bevor wir auf den Titel kommen, zu meiner Person nochmal. Vorstellungsrunde hatten wir zwar gerade aber schon. Wie gesagt, bin quasi in Person technische Vertriebsunterstützung für das Thema serverbasierte Virtualisierung und Management. Das verbirgt sich hinter dem Dynamic Data Center. Man könnte auch gerne schreiben heutzutage Private Cloud, aber damit sich das Wort nicht so abnutzt, bleibe ich gerne bei Dynamic Data Center. Vor meiner Zeit in der Vertriebsunterstützung war ich 10 Jahre Consultant, Infrastruktur-Consultant bei Microsoft. Zuletzt, wie denkt man es auch anders, sehr stark im Thema Virtualisierung unterwegs. Vorher auch so die ganzen klassischen Themen, Monitoring und Co. Das passt ganz gut jetzt auch rein. Carsten und ich hatten eine Weile telefoniert und haben mal überlegt, okay, was könnten wir als Vortrag noch machen, was passt mit rein. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen meine Probleme, das Thema Management System Center mit anzubringen, weil wir dachten, okay, das ist irgendwie Hyper-V-Community. Jetzt über die System Center Produkte wie Config Manager zu sprechen, passt das wirklich? Da wir uns aber in dem ganzen Thema Virtualisierung auch ganz, ganz stark Richtung Dynamic Data Center entwickeln, bekommt das Thema Management immer größere Bedeutung. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen es mit rein. Verwaltungslösung für heterogene Rechenzentren steht da. Das ist eine Präsentation, die ich vor einiger Zeit bei einer Kundenveranstaltung gehalten habe. Es ist ein kurzer Überblick. Ich habe größtenteils oder bei einigen Dingen die aktuellen Produkte rausgenommen. Ich möchte einfach mal ein bisschen aufzeigen, wo wir uns jetzt hin entwickeln, weil wir werden, wie gesagt, zum Jahresende, nicht zum Wechsel, aber wirklich zum Ende, alle System Center Produkte komplett neu launchen. Ein, zwei bekommen nur ein paar Zusatzfeatures, aber die meisten werden als komplett neue Version auf den Markt gebracht. Und ich denke, da tut sich einiges, wo wir gerade auch im Virtualisierungsumfeld sehr stark von profitieren können und wo wir wirklich gerade im Virtual Machine Manager, den hast du ja nachher, was bieten, was glaube ich momentan dann Novum am Markt ist. Was auch der langjährige Vorreiter im Moment nicht bietet in der Form. Management. Warum als erstes? Seit einiger Zeit legen wir ganz gerne diese Aussage von einem Gartner-Kollegen auf, weil sie hat damals Bestand gehabt und hat heute noch mehr Bestand. Ich brauche einfach in der Virtualisierung oder in einem virtualisierten Rechenzentrum vernünftiges Management. Also ich muss A wissen, wie es mit meinem System geht und B muss ich auch wissen, wo sie gerade sind. Also früher bin ich hingegangen, habe Hardware genommen, habe sie in den Rack geschoben, habe sie konfiguriert, habe zum Beispiel einen Domain-Controller drauf installiert und dann rannte dann die nächsten 3, 4 Jahre der Domain-Controller an genau der gleichen Stelle, wo ich ihn am Anfang reingestoppt habe, rannte dann halt weiter drauf rum. Na, funktionieren beide Tasten. So. Heutzutage, gerade wenn ich mir das so angucke mit Live Migration, wie Motion an unserer Stelle, Live Migration, weiß ich halt nicht mehr unbedingt, wo mein Rechner liegt. Ja? Abends, wenn ich nach Hause gehe, liegt er auf dem einen Rechner, am nächsten Morgen liegt er woanders, weil irgendwas in der Nacht war. Also brauche ich halt immer mehr mein Management fürs Monitoring, für den Zustand, für die Platzierung, wo sieht es aus. Und gerade so im Bereich Update-Management, Konfiguration, muss ich einfach bei der Menge wissen, dass alles so ist, wie es sein soll. System Center bei uns beinhaltet oder beschreibt eine komplette Suite, die wir anbieten. Und zwar einmal so komplett durch den ganzen Stack, wie wir denken oder wie auch die meisten denken, was in IT erforderlich ist. Wichtig für die System Center Suite als solches nicht kennen, es ist ein Produktsammelsurium. Es ist also kein Paket, was ich komplett kaufen muss oder nur in dem Gesamten lizenzieren kann, sondern es sind halt einzelne Produkte, die wir unter diesem Namen System Center zusammengefasst haben. Auch mal ganz kurz, wenn wir es einfach mal umgehen. In der Mitte angefangen IT Service Management. Das ist der Service Manager, über den der Udo vorhin mal ganz kurz angeschlossen hat. Das ist unser Tool, ähnlich wie ein Remedy, wo wir auch sagen, damit sind wir in der Lage, ein Ticketing-System abzubilden. Damit sind wir aber auch in der Lage, eine Custom Management Database abzubilden, das klassische CMDB, wo ich all meine Daten drin pflegen kann, wo ich mein Change Management drüber steuern kann, etc. Aber halt alles so ein bisschen dieses Human Workflow, wie man so schön sagt, die Prozesse. Rechts oben in der Ecke Configuration Manager, für die es halt nicht kennen. Config Manager ist unser Tool für Softwareinstallation, Betriebssystem Deployment, Patch Management, aber auch sowas wie Sachen wie Desired State Configuration Management, wo ich einfach schauen kann, entsprechen die Systeme meinen Konfigurationsvorgaben. Virtual Machine Manager ist unser zentrales Verwaltungstool für virtuelle Umgebung. Da kommt der Carsten auch gleich noch drauf zurück, deswegen überspringen wir das an der Stelle.
Operations Manager ist unser Monitoring, unsere Monitoring-Lösung. Und zwar wirklich angefangen von einem einfachen serverbasierten Monitoring bis hin zu einem serviceorientierten Monitoring, wo ich wirklich so eine durchgehende Überwachung aller Komponenten habe, die meine Applikation irgendwie involvieren. Angefangen von einem Webfrontend mit hier Backend-Bereich, in der neuen Version auch Netzwerkkomponenten, Storage etc., wo ich einfach sagen kann, okay, ich weiß nicht nur, dass ein Server funktioniert, ich weiß auch, dass meine ganze Applikation zur Verfügung steht. Und ich weiß, wenn zum Beispiel im Backend ein Datenbankserver ein Problem hat, welche Auswirkungen hat es auf meine gesamte Umgebung? Welche Applikation oder welche Applikationen sind davon in dem Moment betroffen? Hinzu kommt dann oben in der Ecke, manchmal etwas stiefmütterlich behandelt, das Thema Datensicherung, Data Protection Manager. Stiefmütterlich insofern, weil wir uns da rein in der Windows-Umwelt bewegen. Das ist unsere Lösung für die Sicherung und Herstellung von Windows-Systemen. Wir haben kein Agent für die Unix-Linux-Umgebung an der Stelle. Kommt vielleicht noch. Müssen wir mal schauen. Das letzte Produkt in der aktuellen Suite ist unten das Thema Opalis. Opalis 2009 dazu gekauft mit der gleichnamigen Firma. Und Opalis ist das, was wir vorhin als Runbook Automation bezeichnet haben. Also ein bisschen zurückdenken in das Thema die Zeiten Mainframe. Da war es eigentlich gang und gäbe, dass irgendwo in den Regalen dicke Bücher standen, wo ich entweder im Fehlerfalle genau wusste, was ich Schritt für Schritt tun musste, oder halt, wenn ich irgendwelche Ressourcen neu zuweisen musste, hatte ich dort ebenfalls Schritt für Schritt Anleitungen, an denen ich mich langhangeln kann, ohne dass ich im extremsten Falle eigentlich überhaupt Ahnung davon habe, was ich da tue. Opalis sorgt jetzt dafür, dass ich all diese Schritte automatisieren kann. Und zwar weit über das einfache Batch-Steuerung, also Skript-Steuerungstools hinaus, sondern wirklich auf eine sehr intelligente Art und Weise, und zwar herstellerübergreifend. Dazu aber dann gleich noch ein bisschen mehr. Fangen wir mit dem Service Manager an. Sieht im Moment ein bisschen viel aus. Im Grunde genommen Service Manager, wer von Ihnen hat Remedy zum Beispiel oder vergleichbar im Einsatz fürs Ticketing-System oder beim Kunden? Ja, vielleicht schon. Ja. Wir haben das gerade an der Stelle nicht neu erfunden. Also wir haben auch eine Weboberfläche, über der ich Service Requests einstellen kann, sei es bei Wartungsfenster, aber auch weil ich eine neue Software brauche. Ich kann mein Ticketing-System darüber abbilden, wenn ich mag. All das, was man kennt. Zwei Dinge, wo wir, glaube ich, im Moment was bieten, was die anderen nicht haben, ist zum einen die Integration in den Operations Manager und in den Configuration Manager. Was soll das Ganze? Über die Konnektoren sind wir in der Lage, Informationen aus dem Configuration Manager, zum Beispiel Server, Installation, welche Programme sind drauf installiert, welcher Patchstand ist es etc., zu kombinieren mit Informationen, die wir aus dem Monitoring bekommen, und automatisch eine Datenbank damit anzulegen. Das heißt, wenn Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, wie ich so eine Custom Management Database pflege, wo ich all meine Daten drin habe, Vertragsdaten, Service Level Agreements, Ausstattung etc. von meinen Servern, dann ist meistens das Problem, wie kriege ich all die Daten da reingepflegt, und das nächste Problem ist, wenn ich es einmal drin habe, wie kriege ich die Daten aktuell gehalten. Und über diese Konnektoren, die wir hier bieten für den Service Manager, ist man in der Lage, das automatisiert machen zu lassen. Das heißt, all das, was wir mit dem Configuration Manager auslesen können, fließt automatisch mit in die Datenbank ein. Also zum Beispiel auch Seriennummern etc. Und ich kann sie dann, weil es ein reines Datenbanksystem ist, was dahinter liegt, mit weiteren Daten anreichern und entsprechend dann halt verwenden. Das Zweite, was mit dem Service Manager recht interessant ist, ist das, was hier so in der Mitte steht. Automated Moth Idle. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich ein Plugin, was kostenlos runtergeladen und genutzt werden kann. Und zwar sind Kollegen von uns mit Anwälten und auch Kollegen von Gartner hingegangen und haben mal überlegt, wie man diese ganzen Vorgaben, Basel, Sarbanes-Oxley etc., wie man die technisch abbilden kann, damit ich meine Umgebung auf Konformität überprüfen kann. Und was dieses Plugin macht, ist genau das, dass all das, was technisch kontrollierbar ist, mir entsprechend an die Hand zu geben, dass es automatisiert kontrollieren lassen kann gegen meine Server, und bei den Systemen oder bei den Punkten, wo ich es halt nicht einfach technisch realisieren kann, sondern wo ich manuelles Eingreifen habe, wo ich überlegen muss, wie sieht es aus, wo ich Prozesse habe, die vielleicht eingehalten werden muss, bekomme ich entsprechend die Informationen, was noch zu tun ist.
Das soll mir halt an der Stelle helfen, entsprechend da mit den Regularien arbeiten zu können. Was wir verändern zu der Variante 2012 ist gar nicht mehr so offensichtlich. Also wir haben viel so in dem Bereich Verbesserungen gemacht, Feedback, also was wir einarbeiten, vor allem von den Kunden. Neu ist die Integration in den Orchestrator und Virtual Machine Manager. Orchestrator spricht momentan Opalis. Wir haben das Serviceportal angepasst. Das heißt, im Moment ist es ein reines Service Manager eigene Oberfläche. Wir wandeln es um, und zwar mit 2012 basieren wir auf Windows Foundation, also Windows SharePoint Foundation. Es ist halt kein dediziertes Produkt, es ist beim Server mit dabei und bietet mir den Vorteil, dass ich die komplette Oberfläche von dem Service Manager modifizieren kann wie meine SharePoint-Seite. Ich habe meine Webparts, die ich einbauen kann, das heißt, ich kann das entsprechend customizen. Und wenn ich ein SharePoint-Know-how habe, bin ich da relativ schnell mit beides auf die Dauer anpassen zu können. Muss mir nicht nochmal extra Know-how anlernen. Dann haben wir noch ein paar andere Geschichten halt gemacht, auf die ich an der Stelle jetzt hier gar nicht eingehen möchte. Die Folien bekommen Sie alle. Optisch sah es zuletzt so aus. Wie gesagt, man sieht, erkennt es ein bisschen unglücklich. Das sind einfach alles Webparts, die ich entsprechend anordnen kann, wie ich will. Ich kann eigene Webparts schreiben, sie mit einbinden. Was einfach auch bedeutet, dass ich unterschiedlichste Quellen anzapfen kann und an einer Stelle mit aufzeige. Was wir jetzt auch neu haben werden mit 2012 ist, wie gesagt, die Integration in Virtual Machine Manager und Opalis. Heißt, ich bin zum Beispiel in der Lage, wenn ich in Opalis einen kompletten Workflow definiert habe für irgendeinen Aufgabenbereich, diesen Workflow zu importieren, quasi einlesen zu lassen und mir daraus ein Formular zu generieren, was ich dann wieder im Service Manager verwenden kann. Was mir einfach an der Stelle hilft, dass ich nicht einmal technisch den Workflow durchdefiniere, plus mir dann nochmal die ganzen Formulare und Berichte zusammenbauen muss, damit es überhaupt umgesetzt werden kann auf der anderen Seite. Kurz noch eine Frage zu dem Service Manager. Ja. Wenn jetzt der SharePoint Foundation Server mitgeliefert wird, aber ich könnte auch sagen, wenn ich den installiere und ich habe einen vorhandenen SharePoint, dass er den nutzen soll, oder? Muss ich gestehen, bin ich gerade ein bisschen überfragt. Also ich weiß nur, dass wir auch der Technologie aufsetzen. Okay. Ich denke, da werden wir mal einen kleinen Moment auch noch warten müssen. Ich habe da noch keine Infos zu gehört, ob wir da flexibel sind. Ja, das war jetzt halt nur so die Frage, weil man kennt es ja vom Virtual Machine Manager von 2008 dazu, dass halt die Express-Version vom SQL Server mitliefert, aber man natürlich bei einem vorhandenen hat, den nutzen kann. Da hat jetzt aufgrund der Basis, könnte es ja dort ähnlich ausschauen. Also wobei da sich natürlich die Frage stellt, also technologisch und drunter ja. Die Frage ist nur, bieten wir bei der Installation auch quasi ein Plugin in eine bestehende SharePoint-Umgebung an? Oder sagen wir einfach, ja, du kannst es auf dem SharePoint-Server mit installieren, als eigene Webadresse, aber dann, weil es ein eigenes Framework ist. Data Protection Manager haben wir leider momentan keine wirklichen Informationen zur neuen Version, deswegen auch nur kurz dieses eine Slide zur 2012. Wir halten uns da klassisch schon an die Herangehensweise der meisten Anbieter. Wir haben auf der einen Seite unsere Produktpalette, die wir natürlich unterstützen. Wo wir einfach sagen, okay, wir sind in der Lage, Disk-to-Disk-Backup zu machen, runtergebrochen bis auf alle 15 Minuten, inkrementell. Das kann eine recht interessante Geschichte sein, zum Beispiel für Datenbanksysteme etc., wo ich sage, ich möchte halt eine relativ hohe Frequenz haben an Sicherung. Wo ich einfach sage, okay, und dann schreibe ich den Backend nochmal auf eine Disk weg oder ich schreibe es entsprechend auf eine Library weg, also kein Hexenwerk. Was jetzt neu hinzugekommen ist, sind zwei Dinge. Zum einen, wenn wir virtuelle Maschinen sichern, hostbasiert, das heißt, wir installieren nicht in jede virtuelle Maschine einen Agenten, sondern nur auf den Host und sagen, per Technologie sichern wir die Systeme oben weg, war es in der alten Version so, dass ich nur einen Full Recovery machen kann. Ich konnte nämlich die ganze komplette VAD zurückspielen. Was in den meisten Fällen etwas unglücklich ist, weil wenn ich eine Sicherung habe von einem File-Server, von einem virtuellen File-Server und ich brauche nur zwei, drei Dateien, weil die aus Versehen gelöscht worden sind, habe ich nichts davon, wenn ich ein drei Tage altes Backup als Vollsicherung also zurückspiele, weil dann habe ich das Problem, dass alle anderen Daten weg sind. Bei 2010 sind wir jetzt in der Lage, ein Item-Based Recovery auch zu machen. Das heißt, wir machen eine Komplettsicherung der VAD,
sind aber dann in der Lage, einzelne Objekte aus dieser VOD entsprechend wieder zurückzusichern. Nichtsdestotrotz gibt es Anwendungsbereiche, wo wir weiterhin auch empfehlen, innerhalb der VM einen Agenten zu installieren. Also ein SQL Server, ein Exchange Server, alles was mit Datenbanksystemen arbeitet. Weil wir da einfach sagen, da können wir in dem Moment ganz sauber gewährleisten, dass die Anwendung auch weiß, dass sie gesichert worden ist und auch weiß, dass sie wiederhergestellt worden ist. Was ebenfalls mit dazugekommen ist, ist so ein bisschen die Frage, was mache ich im Rahmen einer Disaster Recovery, Site Recovery Option? Wie kriege ich die Daten von einem Standort in den nächsten Standort portiert, wenn ich sie einmal weggesichert habe? Da haben wir uns überlegt, keep it simple. Was wir einfach machen, ist, wir stellen den Data Protection Manager an einen anderen Standort und sichern den einen Data Protection Manager mit dem zweiten. Das heißt, im Grunde machen wir nichts anderes, als auf dem System nochmal einen DBM-Agenten zu installieren und den Datenbestand von hier einmal darüber sichern zu lassen. Das gleiche geht auch in die andere Richtung. Damit haben wir auf eine relativ simple Art und Weise so ein Site-Failover nicht, aber wir haben die Möglichkeit, die Daten an einen anderen Standort zu portieren, ohne dass man irgendwie nochmal DFS, Robocopy oder einen Taxifahrer bemühen muss, der die Bänder und Disk irgendwann mal von A nach B bringt in der Nacht. Wie gesagt, leider auch zu 2012 unterliegen wir uns momentan auch noch keine Informationen vor. Die Kollegen sind da wieder einmal sehr restriktive im Moment. Aber man nicht mehr viel Zeit, ne? Wenn das bis Ende des Jahres kommen soll. Ja. Aber wir haben zum Beispiel auch für den Configuration Manager, jetzt nicht, der ist schon ein bisschen länger draußen, Operations Manager bis zur CTP oder ein Virtual Machine Manager, bis er jetzt zur Beta rauskam, kaum Informationen bekommen. Es wird eigentlich momentan nur getoppt, wenn das Wort Windows 8 fällt. Das ist, glaube ich, noch restriktiver. Da gibt's, glaube ich, noch, also wir haben mittlerweile die Vermutung rausgekriegt, gibt einen Filter irgendwo auf dem Exchange Server, den Fragebackfilter. Weil am Anfang hieß es noch, es gibt keinen Kommentar, mittlerweile wird gar nicht mehr auf solche Mails geantwortet. Da denke ich, ich hatte gerade mit Udo gesprochen, ich glaube die Kollegen von NetApp haben da mehr Informationen, die Entwickler, als wir selber intern. Sicher, also die MVPs. Ja, die MVPs auch. Kommen wir zum Config Manager. Den gibt es schon ein bisschen länger, hier ist früher mal SMS. Hat einen etwas zweifelhafteren Ruf in einer bestimmten Version. Das hängt uns aber noch lange nach. Also ist auch, wenn man das Thema Config Manager anspricht, also so, oh Gott, geh mir weg damit. Habe ich mir mal vor 10 Jahren angeguckt, will ich nicht mehr sehen. Mittlerweile hatten wir eine Version 2003, jetzt sind wir bei 2012 angelangt langsam und das Ding ist wirklich richtig rund geworden und wir haben ja gesehen, dass wir da eine richtige Menge dran getan haben. Wer von dem Kreise hier kennt den Configuration Manager? Also ich mag nur fragen, ob ich nicht als für Leute doppelt erzähle und wenn die sagen, okay, komm mal auf das Neue. In Kürze, Config Manager momentan in der aktuellen Version 2007 R3, der 2 stimmt nicht mehr ganz, ist halt ein klassisches Tool, wo ich hingehen kann, man kann meine Betriebssysteme deployen, egal ob Client oder Server, ich kann mein Patch Management machen, ich kann Asset Monitoring machen, das heißt ich kann eine Inventarisierung meiner Systeme machen und schauen, welche Applikationen sind drauf installiert etc. Ich bin auch in der Lage, gewisse Baselines zu definieren, zum Beispiel den Patchstand und regelmäßig meine Systeme zu prüfen, ob dieser Patchstand eingehalten wurde. Kann aber auch hingehen und kann überprüfen, ob auf gewissen Systemen nur bestimmte Dienste laufen. Und kann mich entweder informieren lassen oder automatisch gegensteuern, wenn irgendwo ein Administrator einen weiteren Dienst installiert hat. All solche Geschichten sind mit drin. Wenn wir uns 2012 angucken, was machen wir neu im Vergleich zur alten Version? Das erste, was man sehen wird, ist die Oberfläche. Wir passen sie jetzt an. Es ist ein bisschen mehr System Center Produkt-like. Aber was wirklich cool ist, sind die Features, die wir jetzt haben. Bisher mussten wir auf Partner setzen, unter anderem Quest, wenn wir Unix-Systeme mitverwalten wollten. Quest hat hier seine Sachen aufgekündigt, was uns in die Situation versetzt hat, dass wir das selber machen müssen. Und wir werden für die 2012er Version mit etwas Verzug zur RTM einen nativen Client für Unix-Systeme und Linux-Systeme zur Verfügung stellen, mit dem ich im SCCM den oberen Teil mit abdecken kann. Das heißt, ich kann eine Push-Installation machen, ich kann eine Inventarisierung machen, ich kann eine klassische Installation machen. Wo die Kollegen nicht so ganz klar waren, was so das Thema
US-Deployment und Software-Inventarisierung angeht. Aber wir hoffen, dass da ganz gut ist. Der untere Teil wird in der nächsten Version liefern. Aber was wir wirklich haben, ist jetzt out of the box, wie auf dem Windows-Client, nativer Client für SCCM, wo ich halt die gängigsten Aufgaben ausführen kann. Kann man schon sagen, dass Linux genau ist? AX, Hapux, Solaris. Er kommt. Ah! Major Ones. SUSE, AX, Hapux. In der ersten Version werden wir die Version mit unterstützen. Wie man unschwer sieht, nicht nur die klassischen vorne Red Hat und SUSE, sondern halt auch so ein HPUX und Solaris. Und ich denke, weitere Versionen ist nur eine Frage der Zeit und des Bedarfs. Was wir haben, das sieht man hier unten ein bisschen, dadurch, dass die Entwicklung etwas später angefangen hat, schaffen wir scheinbar nicht ganz, dieses Feature mit RTM zum Ende des Jahres auf den Markt zu bringen. Es liegt nur ein bisschen, wie wir so schön sagen, nach hinten raus dafür. Soll allerdings nicht allzu lange sein, haben wir uns gesagt. Also eine Beta soll jetzt Anfang 2012 schon kommen dazu und dann wird es auch relativ schnell, je nachdem wie das Feedback dazu ist, die finale Version kommen. Ich denke spätestens, die MMS wird man versuchen einzuhalten. Das Management Summit in Las Vegas. Las Vegas immer. Ja. Und das ist etwas, was wir neu haben. Also wirklich von Hause aus neu haben. Und das zieht sich mittlerweile durch viele Produkte, die wir haben, und das merke ich so bei Kundenveranstaltungen, wo das Feedback kommt. Wir haben schon vor Jahren mal probiert, zu diesem Rundumschlag hinzubekommen. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Dann haben wir, muss man sagen, einen Schritt nach hinten gemacht und haben gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf das, was wir können. Und das, was wir können, sind Microsoft-Produkte. Und nachdem wir das dann sauber auf die Straße gebracht haben, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und das ist das, was wir hier tun. Wir haben die Unterstützung im Operations Manager schon seit längerem für Cross-Plattformen. Jetzt kommt sie auch damit rein, sodass wir auch wirklich in der Lage sind, mit unseren Managementprodukten heterogene Umgebungen einfach verwalten zu können, ohne dass ich 20, 30 andere Tools noch brauche. Und ich denke, so in der Form, wie wir das machen, auch in der Breite, wie wir das machen, nicht nur für einen Teilbetrieb wie Monitoring, sondern wirklich für das Gesamte, bis jetzt spontan nicht kein Anbieter, der das so anbieten wird oder anbietet im Moment. Die kleine Einschränkung für die Customer Community Technical Preview ist, dass wir erstmal drei Plattformen am Anfang unterstützen, quasi in der Vor-Beta-Phase. Aber das ist halb so wild. Ein nächstes cooles Feature ist Mobile Management. Und zwar grund- und ausnahmslos für jedes System. iOS, Android, Symbian. RIM etwas eingeschränkt. Windows? Windows? Ja, Windows Phone auch. Ich habe jetzt mal als Standard vorausgesetzt. RIM insofern ein bisschen eingeschränkt, weil die Kollegen immer noch erwarten, dass wir halt über den BlackBerry-Server gehen, wenn wir das Management machen, und nicht direkt über einen Exchange-Server und ActiveSync. Das schränkt uns ein wenig in die Möglichkeiten ein. Sollten Sie oder Ihre Kunden allerdings Exchange mit ActiveSync im Einsatz haben und ein, zwei Geräte, wunderbar mit SCCM 2012, weil in dem Moment, wo sich ein System mit Ihrem Exchange-Server verbindet und synchronisiert, können Sie es erfassen, können Sie es inventarisieren, können abhängig von dem Gerät, von dem Hersteller, es mit den Policies versehen. Und ich glaube, so das Wichtigste sind, neben dem der Inventarisierung, ist das Wipeout, das Remote Wipeout. Das heißt, Sie sind jetzt auch in der Lage, wirklich, wenn es nicht unterbunden wird, Ihr iPhone zu konfigurieren, dass in dem Moment, wo Sie die Synchronisation unterbrechen, ist, die Daten komplett gelöscht werden auf dem System. Und das ist ein richtig, richtig, richtig gutes Feature. Ich musste selber vor anderthalb Jahren, zwei Jahren davon Gebrauch machen. Ich habe es dann nochmal geschafft, irgendwann mein Handy zu verlieren oder verlieren zu lassen. Ich bin mir bis heute nicht so ganz sicher. Es war am Flughafen. Und ich bin einfach, als ich das dann gemerkt habe, am nächsten Morgen, ich habe abends meine Tasche an einem ausgepackt, bin ich einfach hingegangen. Wir haben eine Seite, Montag gab es ein paar Anleitungen, bin in meinen Outlook gegangen, in meinen Outlook Web Access, habe gesagt, Verbindung unterbrechen, und in dem Moment war klar, sobald das Handy beim nächsten Synchronisationsversuch Richtung Exchange Server läuft, sagt der Exchange Server ja, wir synchronisieren und löscht alle Mails, die da drauf sind.
egal ob ich es jetzt wirklich aus hatte und jemand hat es geschafft, sich einzuloggen mit PIN und Co. oder ich habe es einfach irgendwie liegen gelassen irgendwo an. In dem Moment weiß ich einfach, dass meine Daten gesichert sind, dass mein Mailverkehr nicht irgendwo im Internet auftauchen kann. Das ist eine richtig schöne Sache. Und gerade bei Apple, iOS, das ist wirklich altes iOS, das heißt, wir reden auch halt hier nicht nur vom iPhone, sondern auch vom iPad. Eine gern genommene Frage an der Stelle ist mal, wie sieht es aus mit Applikationsinstallation? Ich denke, nö. Also das hängt einfach auch an den Herstellern, wie jeder seinen Marketplace oder App Store betreibt als Installationsquelle. Persönlich könnte es sein, dass wir mit dem nächsten Windows Phone Update da noch eine Änderung reinbringen. Weil es ist ja angekündigt, dass wir mit dem nächsten Windows Phone 7.5 heißt es, glaube ich, mittlerweile offiziell die Möglichkeit schaffen, unter gewissen Bedingungen eigene Applikationen auf das Phone zu bringen, ohne dass ich über den Store gehen muss. Ich könnte mir eventuell vorstellen, dass man im Rahmen eines Service Packs eventuell diese Funktion nachliefert, dass ich innerhalb meines Unternehmens zumindest auf Windows Phones eigene Applikationen zentral verteilen kann. Aber das ist eine ganz persönliche Einschätzung. Eine Folie, die leider nicht mit dabei ist, aber hier wäre auch ganz interessant. Bisher waren wir sehr stark bei dem Software-Deployment computerfokussiert, maschinenfokussiert. Also okay, wir schwenken jetzt ein ganzes Stückchen weit Richtung User-Centric, wo wir einfach sagen, okay, ich kann auf der einen Seite den Benutzer eine Applikation zuweisen und habe im Hintergrund ein Portfolio von Installationspaketen, die je nachdem, an welchem Gerät der Benutzer angemeldet ist, entsprechend Anwendung finden. Oder ich sage, ich habe für einen full-blown Desktop habe ich ein bestimmtes Paket. Wenn er in dem Moment, wo er sich an einem Virtual Desktop anmeldet, bekommt er halt das gleiche Produkt, aber als AppWeb-Paket auf diese Maschine installiert. Sodass wir da ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen. Operations Manager wäre das nächste Thema. Wie gesagt, das Ops Manager ist unser End-to-End Monitoring Tool. End-to-End heißt an der Stelle ganz einfach, ich schaue mir nicht nur einen Server an oder ich schaue mir 20 Exchange Server an oder meine 15 Domain Controller und überlege mir, okay, ich habe mir jetzt wohl eine Fehlermeldung, dann wird es sehr gut gehen, sondern ich kann wirklich hingehen und kann eine komplette Applikation, gerade bei verteilten Applikationen, durchgehend überwachen. Das heißt, ich kann mit dem Exchange Server kann ich kontrollieren, können die Systeme sich untereinander erreichen, klappt das Mail-Forwarding, Domain-Controller das gleiche. Ja. Ich schaue halt nicht nur, geht es dem Server gut, sondern kann er auch seine Replikationspartner erreichen, kann er sie in einer adäquaten Zeit erreichen, wie ich es brauche. Ich kann ein kleinseitiges Monitoring mit einbinden, wo ich einfach sage, ich prüfe, ob eine Webseite verfügbar ist. In dem Moment, wo sie nicht mehr verfügbar ist, melde ich halt entsprechend den Fehler zurück. Oder aber ich schicke eine Mail raus und messe die Zeit, bis die Mail wieder zu mir zurückkommt. All solche Geschichten kann ich halt machen, um halt einen Gesamtüberblick zu bekommen und im Fehlerfall relativ schnell herauszufinden, auf welcher Ebene meiner Applikation ist denn jetzt eigentlich das Problem aufgetreten. Also wenn ich zum Beispiel eine Web-Applikation nehme, die mit einer klassischen Line-of-Business-Applikation in der Mitte arbeitet, wenn die Applikation nicht zur Verfügung stellt, woran liegt das? Also, sind meine Mail-Server nicht erreichbar oder können die Mail-Server einfach die Applikation nicht mehr erreichen und den Output geben? Das ist eine Sache, die ich damit relativ schnell hinbekomme. Ein ganz großer Vorteil, den wir sehen bei unserer Lösung ist, abgesehen davon, dass wir natürlich die Windows-Welt sehr gut verstehen, sind die Management-Packs, die der Udo schon erwähnt hat. Die Management-Packs sind im Grunde genommen Know-how. Intelligenz, die vom Hersteller kommt, entweder von uns oder von unseren Partnern, die es ihnen erleichtert, Systeme zu überwachen. Weil wenn ich ein System überwachen will, was habe ich in der Regel? Ich muss mir überlegen, wann ist mein System in einem guten Zustand und wann ist mein System in einem schlechten Zustand? Wie kriege ich mit, wann es in einem schlechten Zustand ist und wie kriege ich es ausgewertet? Und das ist natürlich, wenn ich so einen Windows-Server angucke, mit all seinen Vielfältigkeiten, die da drin sind, schon komplex. Wenn ich einen Exchange-Server habe oder einen SAP oder einen Citrix, wird es ja unmengen komplex. Ich muss hunderte von Manntagen da reinstecken, bis ich überhaupt mal halbwegs eine Intelligenz in meinen Regelwerken habe. Was wir liefern, zum einen von uns für die Microsoft-Produkte, aber auch eine Citrix für ihre Umgebung, eine NetApp, haben wir vom Udo gehört, liefern diese Regelwerke, die den Zustand meiner Systeme überprüfen, schon mit.
Die meisten sind kostenfrei. Jetzt gibt es aber natürlich auch erweiterte Regelwerke, zum Beispiel für die Überwachung von vor allem bei vSphere, erweiterte SAP-Überwachung, die einfach von Partnern kommen, und da steckt deren Geschäftsmodell hinter. Die werden natürlich für das Regelwerk ein paar Euro oder ein paar Dollar berechnen. Das muss man halt immer per halber auch dazu sagen, also es sind nicht alle Regelwerke kostenfrei, definitiv aber alle Regelwerke, die von Microsoft kommen. Was sie einfach da bekommen, ist das ganze Know-how von der Produktgruppe. Von den Leuten, von den Gruppen, die die Produkte entwickelt haben, die haben diese Regelwerke mitentwickelt. Und da steckt genau deren Know-how drin, wann ein Zustand kritisch ist, wann er wieder grün ist, etc. Auch ganz wichtig mir an der Stelle immer, das Einzige, was wir liefern können mit diesen Regelwerken, ist ihnen eine Starthilfe zu geben für ihre Umgebung. Das heißt, die Regelwerke haben alle bestimmte Schwellwerte, ab wann sie anschlagen, ab wann zum Beispiel gemeldet werden soll, dass eine Festplatte vorläuft, ab wann gemeldet werden soll, dass die CPU-Auslastung so hoch ist. Aber das sind alles Erfahrungswerte, die wir aus unserer eigenen IT oder über unseren Support bekommen haben, als Rückmeldung von Kunden. Das muss nicht zwingend ihre Umgebung widerspiegeln. Und dementsprechend ist sicherlich auch ein bisschen Anpassungsaufwand notwendig, aber Anpassungsaufwand in Form von Schwellwerten und Benachrichtigungen, nicht mehr von der Intelligenz, von der Logik, die dahinter steht, wie ich mein System überwache. Ich glaube, dass wir da ganz großen Benefit einfach haben im Vergleich zu den meisten anderen Lösungen. Ja, eine HP kann es auch, die muss es aber selber anprogrammieren. Die muss die Management-Packs ausschreiben, das ist ein Entwicklungsaufwand einfach an der Stelle. Wenn Sie da keinen speziellen Deal mit einer HP haben, werden Sie dafür auch irgendwie bezahlen müssen. Und natürlich der Zeitvorteil, wenn wir neue Produkte rausbringen, sind in der Regel mal natürlich die ersten, die dann updaten. Business-gesteuert haben wir darüber geredet, an der Stelle. Der Vollständigkeit, ja, wir haben Erweiterungen für eine SAP, für eine Linux, für eine Server-Hardware, eine HP, eine Dell, aber aus Deutsch Hardware NetApp haben entsprechende Regelwerke, die uns erlauben, aus einer Konsole heraus den Zustand auf der Hardware zu überwachen. Wenn ich ein HP-Management-Pack einspiele, kriege ich zum Beispiel auch mit über Informationen über Lüfterzustand, Temperaturanzeige etc. in dem System. Und ich brauche mich halt gerade in so heterogenen Hardware-Umgebungen nicht dann von einer Konsole auf die nächste hängen oder von einem IBM-Director auf einem HP-Manager und so weiter, sondern ich kann es alles in einer Konsole konsolidieren. Von der Entwicklung her so ein bisschen, wir haben angefangen mit 2007, nachdem wir es ein bisschen überarbeitet haben, ja, wir machen so ein bisschen Storage-Monitoring und Web-Monitoring und Server-Monitoring und all solche Geschichten. Das soll dieses Bild verdeutlichen, sind dann über die Version R2 hingegangen und haben gesagt, wir nehmen Cross-Plattform mit rein fürs Monitoring. Das heißt, Linux-Systeme, Apache, Tomcat, Überwachung, Oracle-Datenbanken. Da gibt es zum Beispiel Oracle-Datenbank, gibt es von einem Kollegen von uns aus Service, der hat für die Community zur Verfügung gestellt, eine Vorlage, um halt komplette Oracle-Datenbanken mit zu monitoren. Kann frei bezogen werden. Ist nicht von uns, ist auch von keinem Hersteller, aber man kann es nehmen und kann damit arbeiten an der Stelle. Zu 2012 machen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Zum einen gehen wir hin, das soll links das Symbol ein bisschen darstellen, Netzwerkmonitoring. Wichtig auch im Vorfeld, wir machen kein Root Cause Analysis auf Netzwerkebene, wenn es Probleme gibt. Was wir aber können, ist, wir können mit den Netzwerkkomponenten verbessert auch reden. Wir können die Komponenten mit reinnehmen, wir können sie monitoren und wir können sie in diese Gesamtsicht mit integrieren. Das heißt, wenn ich jetzt merke, eine Applikation X bei mir hat ein Problem, kann ich relativ schnell schauen, an welcher Stelle habe ich das Problem. Ist es irgendwo im Backend-Mittierbereich oder habe ich vielleicht sogar in der Mitte irgendwo auf einem Switch ein Problem, wenn er mit überwacht wird. Gibt es denn so einen gewissen Basiskatalog an Funktionalitäten? Ich meine, andere Netzwerk-Monitoring-Tools bringen ja jetzt einmal eine gewisse Definition mit, welche SNMD-Probes muss ich jetzt setzen, damit ich beispielsweise Bandbreitengrößen oder sowas gemacht habe. Bisher ist das ja beschränkt, aber ich sage mal reine Verfügbarkeit. Ja. Also wir haben momentan nur die einzige Information, das war klassisch bei SNMD halt, da die Kommunikation sucht mit den Systemen, aber welche Informationen da genau hinterhängen, kann ich momentan nicht sagen. Also wichtig ist, das haben wir auch mitbekommen, weil am Anfang haben alle gesagt, wow, auch bei uns, also wir gehen nicht hin und machen Performance-Tests oder solche Geschichten damit. Also wir schauen wirklich nur, wie ist der Zustand, wie sind die Verbindungen. Weil meistens ist es ja wirklich so, wenn es irgendwo ein Problem gibt, sei es Performance, sei es irgendwie Erreichbarkeit, das ist ein riesen Ping-Pong-Spiel. Ich habe die Server-Truppe, ich habe die Applikationstruppe, dann habe ich die Netzwerktruppe. Und am Ende des Tages bin ich immer noch nicht schlauer, wo das Problem liegt.
wenn ich es Ihnen jetzt grafisch zeigen kann, dann heißt es zwar nicht, dass es irgendwie glaubwürdiger ist, aber ich denke, es hilft schon dazu bei, dass die Abteilungen, die betroffenen Bereiche sich schneller zusammensetzen und mal ernsthaft über dieses Problem reden und draufschauen. Wenn ich ein Monitoring-Tool habe, was mir erstmal sagt, wir glauben, dass da das Problem liegt, dann hat es natürlich auch der jeweilige Verantwortliche etwas schwer, sich da rauszureden und zu sagen, ich mache nichts. Ups, eins so weit. Was hinzugekommen ist, ist das Thema .NET und Java. Und zwar haben wir 2007 R2 schon das Thema Applikationsmonitoring drin, über den Partner Abicode. Wir haben uns entschlossen, vor einiger Zeit dem Partner ein Übernahmeangebot zu unterbreiten, er hat es angenommen. Und die Lösung von Abicode fließt jetzt in 2012 direkt mit ein. Was Abicode machte, und er macht auch heute noch, ist in der Lage, Applikationen nicht zu überprüfen, ist die Applikation erreichbar, kann ich eine Webseite aufrufen, kann ich eine Mail schicken, sondern schaut wirklich in die Applikation rein, in eine .NET-Applikation und schaut, wie sind da die Routinen, die Abläufe innerhalb der Applikation, ohne dass ich den Source-Code modifizieren muss. Und wir haben es jetzt noch für die 2012er-Version ausgebreitet auf Java, sodass ich in der Lage bin, wenn ich eine lange Business-Applikation habe, auch wirklich in meine Applikation reinzuschauen und kann zu schauen, wenn ich Performance-Probleme habe, wo hängt denn da gerade die Abfrage, die ich gestellt habe, wo hängt die Suchanforderung, hänge ich irgendwo in der Schleife, kriege ich irgendwo ein Timeout, weil ich von irgendeiner Komponente keine Antwort bekomme, etc. Ich habe es mir mal angeschaut, ich bin kein Entwickler, ich habe da vorgesessen wie vom Buch mit 7 Siegeln, als ich die Infos da gelesen habe, habe mir aber sagen lassen von einem Entwickler, dass das super wäre. Also wenn ich sehen kann, bei Ajax-Komponenten und Routinen, wo halt da entsprechend die Abfragen sind, in welcher Zeit sie beantwortet werden, etc. Das kann sehr gut beim Troubleshooting einfach auch helfen. Was wir auch gemacht haben als Feedback, es gibt die Möglichkeit, im Operations Manager Reportings, also Reports, anzeigen zu lassen, über alle möglichen Geschichten. Wir haben von Haus aus ein paar Reports dabei gehabt, wo wir dann gesagt haben, in Ordnung, wie viele Server habe ich, auf wie vielen Rechnern läuft ein Domain-Controller, wie ist die durchschnittliche CPU-Auslastung etc. Und hatten dann die Möglichkeit zur Verfügung gestellt über SQL Server Reporting Services, dass jeder noch seine eigenen Reports dazu schreiben kann, so wie er es benötigt. Ein Feedback, was wir bekommen haben, laut Produktgruppe war, ja, herzlichen Dank für diese Möglichkeit, Wunschliste für Weihnachten, bitte mehr Reports von Hause aus. Also weil man irgendwie schon festgestellt, die meisten Kunden schreiben keine eigenen Reports. Also hat man gedacht, okay, die Anzahl von Standard-Reports, die wir mitliefern, wird sich um einiges erhöhen in der 2012er-Version. Was wir auch vereinfacht haben, ist das Thema Dashboard-Ansicht, das heißt nicht reine textbasierte Ansicht, sondern auch optische Ansicht, die ich entsprechend so modifizieren kann, wie ich sie brauche. Das heißt, ich kann zum Beispiel hingehen und kann für alle meine SQL-Server gewisse Anzeigen auf einer Seite definieren, durchschnittliche CPU-Auslastung, Storage-Auslastung, etc., etc., Verfügbarkeit, und kann das so customizen, wie ich es halt brauche, indem ich einfach quasi per Drag-and-Drop mir die entsprechenden Felder zusammenbaue. Was sich auch verändert ist, für die schon mit dem Ops Manager arbeiten, wir entkoppeln ein wenig die Regelwerke von neuen Features, wenn man das so nennen will. Das heißt, was wir gelernt haben, ist beim Schritt von 2005 auf 2007, dass einige Regelwerke sehr ungern genommen worden sind, weil es waren ja die alten 2005er Regelwerke. Und wann kommt denn jetzt endlich mal eine 2007er Version, weil ihr habt ja ein neues Monitoring-System. Was wir jetzt einfach machen ist, alle Regelwerke, die jetzt auf dem Markt sind, die jetzt draußen sind, werden 1:1 übernommen für 2012. Updates wird es in der Regel nur noch geben, wenn Fehler behoben werden oder wenn es halt ein neues Betriebssystem, Applikationsversion gibt. Und alles, was neu hinzukommt, zum Beispiel durch so einen Operations Manager 2012, wie diese Dashboard-Ansichten, wird als Feature Pack nachgeliefert oder mitgeliefert. Sodass ich einfach immer weiß, okay, mein Regelwerk bleibt gleich. Und wenn sich das an diesen Funktionen verändert, dann wird es halt über ein Feature Pack eingespielt. Aber damit entkoppel ich so ein bisschen diese Abhängigkeit. Vor allem, wenn ich so manche Regelwerke an meine Bedürfnisse anpasse. Opalis, haben wir vorhin schon mal ein bisschen auch in meinem Runner drüber gesprochen. Runbook Automation, das ist das Stichwort. Der Gedanke dahinter ist,
ich habe in so einem laufenden Betrieb so klassische Silos. Jeder hat so seinen Arbeitsbereich, in dem er sich bewegt. Ich habe die Networks-Truppe, die sich da um die Netzwerkkomponenten kümmert. Ich habe eine Storage-Truppe, die sich um Storage kümmert, Server-Truppe etc. etc. Aber die meisten Aktivitäten, die ich ja eigentlich ausführe als IT-Organisation, berühren zwei, drei oder mehrere von diesen, nennen wir es ruhig mal Silos auch. Und oft habe ich das Problem, die entsprechenden Leute zusammenzukriegen, und wenn ich sie zusammenkriege in einem Prozess, dauert es halt oft lang. Also ich habe oft immer zu hören bekommen, wenn ich mit Kunden geredet habe über Serverbereitstellung, ja, Serverbereitstellung dauert bei uns 4 Wochen. Von dem Zeitpunkt an, wo die Hardware eingebaut ist. Weil einfach die ganzen Abteilungen involviert sind, dann der eine macht dann hier mal, dann gibt es 2, 3 Tage später eine Info an die andere Truppe und dann ist da gerade einer im Urlaub. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, wie sieht es mit virtuellen Servern aus? Da kriegte ich die Antwort 4 Wochen. Das ist so als Virtualisierungsmensch gelernt, habe, das kann ich jetzt irgendwie mal sagen. Also Hardware 4 Wochen, virtuell 4 Wochen, da klicke ich 5 Minuten und dann steht die Maschine. Also. Und er hatte mir das erklärt, dass genau diese Geschichten, es sind so viele Abteilungen involviert, die okay geben müssen, die konfigurieren müssen, die irgendwas bestätigen müssen, bis das alles mal durchgelaufen ist. Und Opales soll an der Stelle genau das verbessern und natürlich die immer wiederkehrenden Aufgaben so automatisieren, dass ich mich einfach kümmern muss und das auch Fehler natürlich vermindern. Wenn ich jetzt irgendwie bei 300 Servern IP-Adressen pflegen muss, manuell oder irgendwas anderes ändern muss, dann schleichen sich zwangsläufig Fehler ein, weil das am Ende des Tages meistens eine relativ stupide Arbeit ist. Und wenn wir uns das Thema mal an dem Beispiel Lifecycle, vor allem Lifecycle-Management angucken, ist einfach die Idee, dass ich all diese einzelnen Schritte, die ich benötige, bis ich am Ende mein Ergebnis habe, durchdefiniere. Das ist natürlich wichtig am Anfang. Ich muss einmal meinen ganzen technischen Prozess, den ich brauche, durchdefiniert haben. Ich muss wissen, wo kriege ich meine Informationen her, welche Informationen brauche ich. Und wenn ich das einmal komplett durchdefiniert habe, das dann mit Hilfe von Opales zu automatisieren und von dort an per Knopfdruck immer nur noch laufen zu lassen, ohne dass irgendwer noch da involviert ist. Und das Schöne, und da kommen wir auf diesen Unterschied zu einem klassischen Scripting-Tool oder Jobsteuerungstool, ist bei Opales. Opales arbeitet mit einem Datenbus, einem relativ intelligenten Datenbus, wo ich Informationen zu jedem Zeitpunkt von irgendwo her einlesen kann, ausgeben kann als Zwischenmeldung, kann ich weiterverarbeiten. Ein gern genommenes Beispiel von mir ist, wenn ich zum Beispiel das Patch-Management anschaue von so einer Hyper-V-Umgebung oder einer VMware-Umgebung, da kann es ja manchmal sein, dass ich einfach sage, ich möchte in der Regel, dass Maschinen auf einem bestimmten Server liegen, damit ich sie voneinander getrennt habe, Domain-Controller, die auf dem gleichen Server etc. Was ich mit Opales machen kann, ist, angestoßen von einem Ticketing-System oder von einem Change-Request, nach dem finalen Approval wird im Rahmen eines Wartungsfensters einfach ein Host in den Wartungsmodus versetzt, die alle VMs werden ausgelesen, die auf dem System sich befinden, werden auf andere Hosts verteilt. Das System wird komplett durchgepatcht, ich mache, nachdem es wieder oben ist, Qualitätskontrolle, das heißt, ich schaue, sind gewisse Funktionen wieder da und nicht nur ist er oben und anpingbar, sondern laufen die Dienste, wie ist die Rückmeldung zum Beispiel aus dem Monitoring, ist da alles auf grün, ja oder nein, gebe eine Rückmeldung an mein Ticketing-System, wie der Status ist und irgendwann am Ende gehe ich hin und nehme die Liste, die ich vorher mal ausgelesen habe und hole mir alle VMs wieder von dem Host-System zurück, wo ich sie mal eben verschoben habe, sodass die Maschinen quasi gleichen VMs wieder auf dem gleichen Host fliegen am Ende des Tages, wo sie vorher lag, vor dem Patchen. So, und dann geht der nächste Zyklus, dann nehme ich den nächsten Host und so weiter und so fort. Und das ist so die technische Grundlage dahinter, wie wir uns so ein paar das vorstellen. Und, was halt ganz nett ist, ich gucke mal, ob wir eine Folie drin haben, leider nicht. Wir haben vorhin mal dieses Bild gesehen, diesen grafischen Darstellungen. Und genau das ist das, was wir mit Opales und den Integration Packs liefern. Hinter dieses Bild, von diesem Bildchen, versteckt sich eine Logik. Und zwar die Logik, die zum Beispiel sagt, verbinde dich mit dem Service Manager. Da steckt auch die Logik hinter, über welche Sprache, über welche Schnittstellen ich kommunizieren muss. Und das Einzige, was ich mache eigentlich noch als Administrator, ist, mir per Drag and Drop meinen ausgedachten Prozess zusammenzubauen, anhand der Möglichkeiten, die ich da habe, und dann zu sagen, in den Eigenschaften verbinde ich mit Server X. Und die Intelligenz in diesem Integration Pack sagt dann im Hintergrund oder weiß im Hintergrund, wie er sich zu verbinden hat und wie er an die Informationen aus solchen Formularen ankommt. Wenn ich eine virtuelle Maschine anlegen will, habe ich nur einen Punkt, der da sagt, Clone VM oder Deploy VM from Template. Und ich gehe hin und sage, okay, ich wähle das Template aus, der verbindet sich mit dem virtuellen Machine Manager, ich sage einfach, ich hätte gerne das Template X und alles andere, was dahinter steht, die ganzen PowerShell-Kommandos, die eigentlich ausgeführt werden müssen,
die stecken in dieser Logik schon mit drin. Und das bringt mich auch zu dieser Folie. Opalis kommt ursprünglich nicht von uns und kommt ursprünglich auch nicht aus der Microsoft-Welt, sodass wir Stand heute in der Version 6.3, aber auch in einem Orchestrator, das heißt in der 20.12-Version, diese Unterstützung out of the box mit drin haben. Die Integration Packs können Sie sich runterladen, haben Sie einen BMC Remedy, einen IBM Tivoli im Einsatz, können Sie sich das runterladen, können die Systeme koppeln. Und zwar nicht nur mit dem Orchestrator, sondern Sie können die Systeme auch untereinander koppeln. Das Problem ist ja, wenn wir zum Beispiel über uns sehen, wir haben vorhin mal gesehen, wir haben so tolle Konnektoren vom Service Manager, alles klar. Nee, du kannst ja noch. Wir haben so tolle Konnektoren vom Service Manager, wo ich mich an den Config Manager andocke und an all die anderen Systeme die Infos hole. Aber was ist, wenn ich gar keinen Service Manager habe? Ich habe Remedy im Einsatz und fürs Monitoring benutze ich die Tivoli. Aber für die virtuellen Maschinen verwende ich einen Virtual Machine Manager. Wie kriege ich die Systeme dazu, miteinander zu reden? Und am besten habe ich irgendwie noch ein Frontend, was auf Web-Services basiert und auf einem Apache läuft. Wie steuere ich von einer Linux-Maschine aus dem Windows-System? Das sind ja alle solche Probleme, in die ich heutzutage reinlaufe. Und gerade da greift der Orchestrator und nimmt sich die Informationen von der einen Seite und steuert damit die andere Seite. Das heißt, ich bin da super flexibel. Und wie gesagt, das ist eine definitive Zusage von uns. Die sind mit dabei. Plus natürlich die Integration Packs für unsere System Center Familie. Klar, logisch. Aber davon wird auch nichts rausgestrichen. Sollte es dann mal so sein, dass Sie kein Integration Pack haben, gibt es ein Toolkit, mit dem man in der Lage ist, ein eigenes Integration Pack zu bauen. Also für seine eigene Business-Applikation, für ein bestimmtes Produkt, wo es einfach gar kein Integration Pack gibt. Zusätzlich gibt es auf unserer Seite Codeplex. Ich weiß nicht, wer von Ihnen einen Codeplex kennt, nee, bestimmt. Ja, jetzt hilfreich. Ja, gibt es mittlerweile eine eigene Untergruppe für Opalis. Und da liegen ein Integration Pack aus der Community für SharePoint. Das kann runtergeladen, eingespielt werden, verwendet werden. Und was ich fast sogar noch ein bisschen charmanter finde als dieses Integration Pack für SharePoint, sind die fertigen Workflows, die da liegen. Da sind Leute aus der Community hingegangen, haben komplette Workflows definiert, zum Beispiel für so ein User-Onboarding in einem Unternehmen. Und okay, das brauche ich bei mir im Unternehmen, all die verschiedenen Geschichten, Mail-Konto anlegen, Active Directory-Konto anlegen und. Haben es durchdefiniert, haben es exportiert, haben es auf der Seite für alle frei zur Verfügung gestellt, sodass ich hingehen kann, kann mir diesen Workflow herunterladen, importiert ihn in meine Umgebung, modifizieren, so wie ich brauche und spare eine Menge Zeit. Und ich denke, in dem Moment, wo wir sind jetzt in der Beta-Phase und ich denke, spätestens nach der RTM-Phase werden diese Angebote noch größer werden. Was man einfach da schön machen kann, ist, man kann sich unternehmensübergreifend austauschen. Jeder hat ein bisschen Arbeit und stellt dann ein Stückchen weit von dieser Arbeit zur Verfügung, wenn er mag. Wenn er mag, wohl. Last but not least, ein Produkt, was vorhin nicht drauf stand, Concero. Da kommen wir jetzt wieder auf das Thema Hyper-V und Virtualisierung noch zurück. Es ist ein Projektname. Also wir haben bis heute, glaube ich, haben unsere Kollegen noch keinen finalen Namen gefunden. Was ist Concero? Concero ist für uns ein Portal, wo wir einfach sagen, damit sind wir in der Lage, verschiedenste Umgebungen über eine Oberfläche zu verwalten. In großen Unternehmen ist es oft der Fall, die sagen, okay, ich habe Virtual Machine Manager, aber ich habe eine eigene für meine Testumgebung und für meine Development-Umgebung und ich habe eine für meine Produktionsumgebung. Oder ich habe irgendwie ein Unternehmen aufgekauft, die haben eine eigene Umgebung und ich habe meine und ich habe jetzt zwei Umgebungen. Und Concero bietet halt mir die Möglichkeit, Zugriff auf beide Umgebungen zu haben und ein Stückchen weit mit beiden Umgebungen zu interagieren. Das heißt, ich kann Vorlagen von der einen Umgebung in die andere kopieren und das von zentraler Stelle, ohne dass ich irgendwie manuelle Copy-Jobs und Exports fahren muss. Und was vielleicht noch interessanter ist, ich weiß nicht, wie das Feedback so im Mittelstand zum Beispiel ist, man sieht es leider etwas schlecht, ist das Thema Windows Azure Integration. Ich bin in der Lage, wenn ich ein Windows Azure Subscription habe, diese aus dieser Konsole heraus zu verwalten. Das heißt, ich habe quasi eine Anwendungsoberfläche. Es ist wichtig, es ist keine Administrationsoberfläche. Es ersetzt nicht den Virtual Machine Manager gänzlich, sondern es ist eher so für den Applikationsverantwortlichen, für den Endanwender gedacht, der in der Lage ist und berechtigt wurde, halt ein paar Maschinen zu installieren. Dem kann ich mit diesem Tool halt einen zentralen Punkt geben. Sowohl
die Applikationen in Azure zu verwalten, als auch die Systeme, die ihr irgendwie im Virtual Machine Manager habt. Eine Vision, die wir haben, das ist so ein bisschen der rechte Bereich, das ist quasi der Block, den wir jetzt in der ersten Version realisieren werden. Was wir uns wünschen für die Zukunft ist, dass wir eine Schnittstelle bieten für Partnerintegration, sodass halt Partner in der Lage sind, Plugins, Add-ins zu programmieren, um diese Konsole quasi zu erweitern. Also eine Frage, die wir schon bekommen haben von einem Kunden war, wird es eine Erweiterung geben, dass ich auch Amazon damit verwalten kann? Ja, ist wahrscheinlich nicht von uns. Aber vielleicht im nächsten Schritt von einem Partner. Aber da sieht man schon, also es ist unabhängig, ob man so Konserve-Konsole sieht, aber der Bedarf und die Möglichkeit, wenige Oberflächen zu haben, von denen ich vieles machen kann, wächst immer mehr und mehr. Das sehen wir gerade bei großen Kunden. Wir sind der Meinung, es wird nicht die eine Oberfläche geben, die eine Konsole, mit der ich alles in meinem Unternehmen steuern kann. Aber wenn ich sage, ich habe eine Oberfläche, mit der ich all meine virtuellen Systeme verwalten kann, ist es schon mal ein Anfang. Was anderes ist das im Azure im Grunde genommen auch nicht. Gut, die vom Web-Support haben wir darüber gesprochen. Ich gehe ein bisschen schneller durch aufgrund der Zeit. Und die Key-Features, ja, also das ist Azure Cloud Registration, das Deployment, Operation und Upgrade von virtuellen Maschinen, von Umgebungen und von Services, aber da will ich ja jetzt nicht vorgreifen. Und natürlich eine Job-Historie, dass ich mal nachvollziehen kann, klassisch, wer hat eigentlich wann was gemacht. Warum ist meine Maschine nicht mehr da, wo sie mal sein sollte? Ich denke, das gehört heute zum guten Ton, zum Standard. Ich habe vorhin mal gesagt, zum Jahresende kommt alles, ja, kommt. Wir sind jenseits der 6 Produkte mittlerweile angelangt. Concero ist ein neues Produkt. Advisor ist ein neues Produkt, was wir haben. Die System Center Familie bandet jetzt auch Endpoint Protection als Management mit rein. Orchestrator halt. In der Mitte, ein bisschen hoch verschoben, die Produkte sind alle verfügbar im Moment, auch in der Beta. Alle Beta-Produkte können runtergeladen und getestet werden. Ich denke standardmäßig 180 Tage, bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Und letzte Info von letzter Woche ist, dass der rechte Bereich weiterhin bestehen bleibt. Das heißt, es rüttelt sich nichts an dem finalen Datum Ende des Jahres. Also eine Menge, was da auf uns zukommt. Das war's. Ich glaube, knapp überzogen. 5 Minuten. Naja, es geht noch. Nicht so schlimm genug.